Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, ich darf Sie sehr herzlich im Modul 5 begrüßen, das sich ganz dem Thema Teilen verschrieben hat. In diesem Video möchte ich der Frage nachgehen, warum das Teilen von Lernerfahrungen mit und in der Natur in unseren Bildungsprozessen eine wichtige Rolle spielen sollte. Und ich möchte mit Ihnen erkunden, welche Möglichkeiten uns digitale Tools für das Teilen beim Draußenlernen eröffnen. Warum sollen wir unsere Lernerfahrungen mit und in der Natur überhaupt teilen und was bedeutet das? Stellen Sie sich vor, Sie unterrichten Naturwissenschaften und sind mit Ihren Schülerinnen und Schülern im Umkreis der Schule unterwegs und erkunden eine nahe gelegene Freifläche, quasi Natur in der Stadt. Sie möchten mit Ihren Schülerinnen und Schülern erarbeiten, welche Pflanzenarten auf dieser Fläche vorkommen und wie sie an diesen speziellen Lebensraum angepasst sind. Die Schülerinnen und Schüler gehen auf die Suche und sammeln die Vielfalt am Smartphone ein. Mit einer Bestimmungs-App, da haben Sie MOOC ja schon iNaturalist kennengelernt, können Sie die Arten bestimmen. Ein nächster Schritt könnte es sein, die Fotos der Pflanzenarten auf einer digitalen Pinnwand zu sammeln und weitere Informationen zu den Pflanzen zu recherchieren und gemeinsam Steckbriefe zu erarbeiten. Schülerinnen und Schüler können dann dieses neu erworbene Wissen teilen, zum Beispiel über einen Bericht in Social Media. Das kann ein privater Beitrag oder auch ein Beitrag für die Schule sein. Ich möchte hier jedoch mehr beim Was bleiben. Wie genau digitales Teilen möglich ist, wird meine Kollegin Susanne Eichinger in einem weiteren Video ausführen. Das vorhin angesprochene Beispiel lässt sich natürlich auf viele andere Natur- und Kulturräume und ganz unterschiedliche Zielgruppen übertragen. Sie könnten ja auch mit Jugendlichen, Studierenden, Familien in einem Waldstück oder im Schulgarten unterwegs sein. Dieses Beispiel ermöglicht die Einbindung von unterschiedlichen Unterrichtsgegenständen. In Geografie könnte die Geschichte dieser Freifläche recherchiert werden. Gibt es dazu alte Fotos? Was sagen alte Karten? Wie könnte die Zukunft dieser Fläche aussehen? Wird diese erhalten bleiben oder nicht? Hier könnte den Schülerinnen ermöglicht werden, mit dem Stadtamt in Verbindung zu treten und den Bürgermeister, die Bürgermeisterin zu Plänen der Stadtentwicklung zu befragen. Wissen, das so generiert werden kann, könnte durch Teilen unterstützt mit digitalen Tools auch anderen Interessensgruppen zur Verfügung gestellt werden. Das geteilte Wissen könnte zur Entwicklung von Zukunftsvisionen genutzt werden oder für einen Online-Dialog mit Schülerinnen und Schülern aus einem anderen Land. Digitale Tools eröffnen hier ungeahnte Möglichkeiten, Lernerfahrungen zu teilen und zu vertiefen. Auch kreative Gegenstände können hier mitmachen. Grafisches Gestalten am Smartphone, eine digitale Kunstinstallation, ein Video, das die verschiedenen Farben und Strukturen in der Natur kreativ in den Mittelpunkt stellt, ein Podcast mit Alltagsgeschichten zum Naturraum, zur Natur in der Stadt. Was erzählen denn die Bewohnerinnen und Bewohner, warum ihnen Stadtnatur so wichtig ist? Besondere Fotos könnten auch in einer digitalen Bilddatenbank geteilt werden und so weltweit zur Verfügung stehen. Vielleicht sogar gegen eine monetäre Abgeltung. Was zeichnet diese Beispiele, diese Herangehensweisen, die ich dargestellt habe, nun aus? Durch das Teilen wurden die Lernerfahrungen vertieft und neues Wissen generiert, das jetzt anderen zur Verfügung steht. Wissen wird in der Schule, in der Stadtgemeinde oder zu anderen Schülerinnen, zu anderen Interessensgruppen weitergetragen. Durch das Teilen mit den digitalen Tools konnte mehr Teilhabe, mehr Partizipation ermöglicht werden. Wir konnten die Jugendlichen, die Digital Natives, in ihrer Lebenswelt abholen. Der Austausch und die Reflexion kann nicht nur in der Kleingruppe, in der Schulklasse stattfinden, sondern bekommt durch den Austausch, unterstützt mit den digitalen Tools, darüber hinaus eine unglaubliche Erweiterung. Mit der Peer Group, mit der Gemeinde, mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Beim Lernen draußen entstehen Lernprodukte, wie zum Beispiel die Pflanzensteckbriefe über die Freifläche der Stadt. Und diese Lernprodukte werden erst dann wirksam, wenn sie einem Reflexionsprozess unterzogen werden. Wenn ich ein Protokoll teile, vielleicht Kommentare erhalte, dann bekommt es eine andere Bedeutung. Ergebnisse werden aufgewertet und die Lernenden setzen sich vertieft mit den Inhalten auseinander. Und das Schöne ist auch,
dass mir das digitale Teilen nicht nur die Möglichkeit bietet, den Austausch in meiner Lerngruppe zu forcieren, sondern eben auch darüber hinaus. Ich kann Expertise von draußen hereinholen und so meine Erfahrungen in einen größeren Zusammenhang setzen und, wenn ich möchte, zu einem größeren Ganzen beitragen. Zum Beispiel, wenn ich meine Naturbeobachtungen auf einer digitalen Plattform teile. Durch das Teilen mit digitalen Tools kann eine neue Dimension, eine zusätzliche Qualität in den Lernprozess integriert werden. Eine wichtige Frage, wenn wir in Bildungsprozessen das Teilen forcieren wollen, ist wohl, wie teilt die Zielgruppe in ihrer Lebenswelt? Jugendliche zum Beispiel teilen einen Großteil ihrer Erlebnisse, Ideen und Meinungen über soziale Netzwerke. Mit steigender Internetkompetenz lernen sie, wie Fotos, Videos und Texte geteilt werden. Unter den geteilten Inhalten stehen selbstgemachte Fotos an erster Stelle. Sie werden von der Hälfte der 16- bis 18-Jährigen geteilt. Ein Drittel der Jugendlichen teilt Links zu Videos, etwa 20% geben Links zu Texten weiter, darunter auch zu Nachrichten. So die Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass digitales Teilen nicht einfach nur bedeutet, Dinge, die man früher analog umgesetzt hat, jetzt digital zu tun, zum Beispiel eine digitale Pinnwand statt einer physischen Pinnwand zu verwenden, sondern charakteristisch für das Phänomen der Digitalisierung und die mit ihr verbundenen Umwälzungsprozesse ist ja gerade nicht nur das Digitale an sich, es ist zuerst und vor allem die Vernetzung von Daten, Dingen, Prozessen, Algorithmen und Werkzeugen miteinander. So beschreibt es Dr. Karl-Christian Fey von der Universität Augsburg. Hier würde ich gerne noch die Vernetzung von Menschen, Initiativen und Visionen ergänzen. Die Vernetzung und der Austausch mit anderen kann durch digitale Tools erweitert und erleichtert werden. Damit können wir Meinungen hinterfragen, andere Blickwinkel und Perspektiven einnehmen und idealerweise gemeinsam wachsen. Dieser Perspektivenwechsel, das Reinholen von anderen Blickwinkeln, ist ein wesentlicher Bestandteil der grünen Pädagogik, die Sie bereits kennengelernt haben und im Modul 6 auch noch kennenlernen werden. Wissenserwerb ist ein aktiver, individueller Aneignungsprozess. Diese Aneignung erfolgt aber nicht isoliert, sondern in sozialer Interaktion. Findet Lernen durch Zusammenarbeit, durch Austausch statt, sprechen wir von ko-konstruktivem Lernen, einem wesentlichen Element der grünen Pädagogik. Wenn Lernende Beobachtungen machen, wie etwa, dass die Blätter von Bäumen entlang einer Straße schon im Sommer trocken werden, tauchen automatisch Fragen auf. Was ist denn die Ursache dafür und welche Bedeutung hat dies für den Baum? Im Teilen der Fragen bedingt der Diskurs und damit ein Lernprozess im Sinne der grünen Pädagogik. Gerade wenn es darum geht, Fragen über die Klasse hinaus mit Experten und Stakeholdern zu teilen, bieten digitale Medien viele Möglichkeiten und Chancen. Auch durch das Einbinden neuer Lernorte können diese Partizipationsprozesse gefördert werden. Bildungsforscher Gerhard Dehaan, viele kennen ihn als einen Vorreiter einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, betont in einem Interview für die Bundeszentrale für politische Bildung, dass das Einbinden neuer Lernorte und die Kooperation mit diesen verschiedenen Lernorten, er nennt hier Schule, Bibliotheken, Museen, eine wichtige Basis für erfolgreiche Bildungserfahrungen darstellt. Und natürlich stellt auch der Lernraum Natur so einen Lernort dar. Draußen lernen ermöglicht viele neue Erfahrungen und kann erfolgreiche Bildungsbiografien unterstützen. Durch digitale Tools kann dieser Lernraum noch erweitert werden. Eines möchte ich noch hervorheben. Teilen im Bildungsprozess, egal ob digital unterstützt oder nicht, braucht Moderation, Begleitung der Lernenden und damit auch eine gute Vorbereitung. Teilen auch mit digitalen Tools ergibt sich nicht automatisch. Es muss moderiert und begleitet werden. Die Lernenden brauchen Impulse dazu. Gute Fragen können hier zum Beispiel leiten. Was war neu? Was war besonders? Eine digitale Pinnwand könnte man mit solchen Fragen verbinden. Viele unserer Zielgruppen sind es gewohnt, in Social Media zu teilen und trotzdem passiert Teilen in Bildungsprozessen nicht automatisch. Hier braucht es eine gute Anleitung
Und diese Phase muss in das Lernsetting genauso eingeplant werden wie eine Aktivierung oder das Erleben. Das Schöne am Teilen ist ja, dass Wissen nicht weniger wird, sondern mehr. Wir sollten hier nicht nur den Lernenden diese Erfahrung ermöglichen, sondern auch wir, die Lernende auf ihrem Weg begleiten, könnten davon sehr profitieren. Wie oft teilen Sie Ihr Wissen, Ihre Erfahrungen, Ihre Materialien? Wie leicht fällt es Ihnen und wie sehr haben Sie eine Kultur des Teilens etabliert? Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Spaß beim Teilen von Erfahrungen und Co. Es ist es wert. Vielen Dank fürs Dabeisein.